Jo, damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute um ein Moose-Build, was ich gemacht habe. Ja, die Waffen, die ich dafür gebrauche, also, ja, was soll ich sagen, der Iron Laser. Das ist eine Waffe, die kriegt ihr im DLC. Ich zeige euch mal kurz, wo da genau. Komm, lad mal, mach mal ihn hier. Dahin. Spawnt dann hier unten und müsst dann da so hin. So, von da würde ich euch empfehlen, dann hier die Route zu nehmen. Da so rüber und da spawnt dann der Dicke da. Ich glaube, benutzt ist hier der Warlord und der Brainstormer. Den Brainstormer, den kriegt ihr bei Katagawa Ball. Da zeige ich euch auch jetzt mal direkt, wo man den kriegen kann. Ich sage euch aber jetzt direkt dazu, der Brainstormer ist für mehrere Leute. Also wenn ihr wirklich, also ihr spawnt da hinten, dann müsst ihr den ganzen Weg da. Ihr seht da hinten, da kommt ihr irgendwo runter und dann müsst ihr wieder da lang, da lang, da lang, da lang. Und genau da, in diesem Bereich, da Katagawa Ball und er hat die Chance, den Brainstormer unter anderem auch die MP Tsunami zu droppen. Wie gesagt, Brainstormer ist ganz gut für mehrere Leute. Aber wenn es um einzelne Gegner geht, da würde ich euch eher den Slowhand empfehlen. Das hier ist der Klassenmod, den ich benutze. Der Bloodletter. Der, wenn ihr dann halt ja, Gesundheit regeneriert auf irgendeine Art und Weise, gibt euch eigentlich Schild zurück, was eigentlich sehr gut dafür ist. Dann haben wir hier das Artefakt, das Deathless. Und das Deathless Artefakt ist deswegen ganz gut, weil es da dann halt eure Energieanzeige auf 1 bringt. Jetzt denkt ihr euch, warum so wenig Energie, Lebensbalken, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ich zeige euch mal kurz, wo ihr den Deathletter kriegt. Und zwar genau da bei dem Phoenix oder Phoenix, wie ihr ihn auch immer nennen wollt. Spawnt am besten da. Geht einmal hier so rum. So hoch und bis zu dem dahin und da könnt ihr das dann halt bekommen. Ich werde dann jetzt mal, genau, ich nehme jetzt mal kurz raus, damit ihr dann halt seht, damit die Stats da nicht so verfälscht werden, ne? Also, ich gehe jetzt mal so nach und nach alles durch. Ihr könnt euch dann selber durchlesen, was das macht. Ihr könnt vielleicht so ein, zwei Punkte eventuell verändern, wenn ihr das möchtet. Aber ich würde euch empfehlen, das auf jeden Fall so zu machen. Ich mache das jetzt hier alles ganz, ganz langsam, damit man sich das in Ruhe durchlesen kann. Damit ihr wisst, was die einzelnen Sachen machen. Sonst irgendwie, es gibt ja Leute, die noch stundenlang über jeden einzelnen Skill dann noch labern. Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, ihr auch nicht. Ihr wollt jetzt einfach nur wissen, okay, wie sieht denn das Bild aus? Wie ungefähr ist das aufgebaut? Und ja, gehen wir rüber zum nächsten Skillbaum. Ich habe bei diesem Bild versucht, also eine gute Mischung zu machen aus Schaden, aber dann noch, wie soll ich sagen, dass das Schild schneller auflädt, dass man mehr Schild hat, weil es basiert ja auf dem Schild. Ja, und deswegen war das schon ganz wichtig. Den Skillbaum habe ich unter anderem auch genommen, weil wenn man bis ganz unten durchkommt, hier sind auch einige Skills mit dabei, die könnt ihr euch auch in Ruhe durchlesen, alles mögliche.
Hier sind auch einige Skills mit dabei, die dir halt helfen, deine Munition wie auch Granaten zu regenerieren. Was ich bei Moose ehrlich gesagt richtig cool finde, deswegen ich wollte halt so eine Mischung daraus haben, dass sie halt ihre Munition wieder und Granaten wieder kriegt und halt mit Schaden, dass es halt richtig aufs Schild geht. Apropos Schild, ich benutze den Transformer. Transformer ist meines Erachtens, ne, richtig gut dafür, weil erstmal hohe Kapazität und zweitens, wenn ihr mal mit Schock getroffen werdet, dann lädt es euer Schild einfach nur auf. Ja, und ihr seid ja halt voll. Das Bild beruht halt auf dem Schild. Naja, dann hoffe ich mal, es hat euch einigermaßen gefallen. Jetzt kommt noch so ein kleines bisschen Gameplay mit dabei, damit ihr seht, wie das ungefähr ist. Und dann würde ich mal sagen, ihr Bock drauf habt, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ach übrigens, da teste ich jetzt gerade die, wie heißt sie, billige Tipps. Das ist eine MP, die gibt es auch im DLC. Ich persönlich gesagt, also ich habe da jetzt auch direkt wieder umgewechselt, weil ich ehrlich gesagt fand die jetzt nicht so geil. Ich wollte es jetzt nur mal ganz kurz austesten. Und wie ihr seht, obwohl ich Feuer benutze, komme ich, also kriege ich die Schilde eigentlich relativ gut damit weg. Wie gesagt, ich wollte die Waffe gerade eben einfach nur mal austesten, gucken, wie die ungefähr so ist und sonst irgendwas. Die hat unter anderem, falls die euch jetzt doch interessieren sollte, also kann ja durchaus sein, die hat so ein kleines Special mit dabei, und zwar die Sache, dass wenn du Gegner triffst, lassen die so eine Art Poker-Chips oder Spiele-Chips, wie ihr es auch immer nennen wollt, also sagen wir mal besser Spiele-Chips fallen, wodurch dann euer Waffenschaden erhöht wird. Der, ich muss sagen, aber so krass wird der jetzt auch nicht erhöht. Also da finde ich, gibt es meines Erachtens nach bessere MPs. Also wenn er jetzt auf nicht elementare MPs geht, also elementare MPs, also klar, Crossroads ist auf jeden Fall zu empfehlen, oder was ist noch zu empfehlen? Cutsman. Cutsman ist eigentlich auch richtig geil. Aber meines Erachtens finde ich die Cutsman eigentlich eher gut so für, ja, ich würde mal sagen, so richtig fette Gegner. Die Cutsman, die gibt es bei, könnt ihr beim, das ist ein Rare Spawn. Der ist auch auf Promethea, ist das, direkt in dem Anfangsgebiet. Norman Bates heißt der Kerl. Da könnt ihr auf jeden Fall die Cutsman farmen. Die ist gar nicht mal so schlecht. Und noch zwei richtig coole MPs gibt es, wenn ihr halt den Raid macht. Den Raid müsst ihr dann aber, so wie ich weiß, dann halt auf Mayhem 4 machen. Nun gibt es einmal die EMP5. Die ist ohne Element, aber ich muss sagen, absolutes Monster. Leider habe ich sie bis jetzt noch nicht. Dann gibt es diese, ich glaube, die wird Kingsworth oder irgendwie so ausgesprochen. Ist eine Maliban-Waffe, also eine Maliban-MP. Ist auf Splash-Damage und sowas. Meines Erachtens nach richtig krasse Waffe. Nur die Dropchancen dafür sind halt sowas von krass gering. Also ich kenne Leute, die haben wirklich, was weiß ich, stundenlang, tagelang gefarmt und haben vielleicht gerade mal eine davon erhalten. Ja, sie ist gut und alles Mögliche, aber ich finde, man sollte meines Erachtens nach die Dropchance für die Waffe
vielleicht so kleines bisschen höher machen. Klar, wir wollen, dass es eine spezielle Waffe bleibt und sonst irgendwie, aber ja, so. Falls euch jetzt das Maschinengewehr oder Assault Rifle, wie ihr es auch immer nennen wollt, jetzt nicht so sehr gefällt, was ich eben benutzt habe, also die hier, die Warlord, dann kann ich euch unter anderem, welche ich zum Beispiel ganz gerne benutze, ist die, wie heißt sie, ist die Star Helix. Starhelix könnt ihr bei, wie heißt das, bei diesen Power Rangers da farmen. Die ist in dem Atlas Hauptquartier, gibt es hier. Ja, die ist ganz gut. Pumpguns, wie gesagt, Brainstormer, Slowhand, Heartbreaker. Die gibt es halt, Heartbreaker und Brainstormer gibt es im DLC. Ja, dann haut er da.